Ich bin optimistisch, denn Gottes Geist lebt in mir. Hallo und herzlich willkommen. Gestern Dienstag, den 14. November, musste ich mich auf eine Reise begeben. Grund war eine polydisziplinäre Untersuchung, um abzuchecken, ob mein Rentenanspruch noch berechtigt ist oder ob sich der Invaliditätsgrad verändert hat. Völlig überraschend kam ich unterwegs in Emotionen und dachte, es hätte so vieles anders laufen können in meinem Leben, wenn ich eine andere Einführung ins Leben gehabt hätte. Und am liebsten hätte ich den Kollegen dabei gehabt als Trost oder die zwei Kollegen. Aber ich habe mir gesagt, an was halte ich mich jetzt? An Jesus? Oder an Stofftieren. Ich muss einen Schluck nehmen. Also kam ich schlussendlich in Basel an und entdeckte auch den Charme von Basel, der mir jetzt bis anhin ein bisschen verborgen geblieben war. Ich war früher dort, man öffnete mir die Türe. Ich musste Blut geben und wenn du mich kennst, weißt du, Blutentnahme sind gleich Trauma, irgendwo immer noch aus der Kindheit. Sie fing an, kein Blut. Kein Blut, siehst du noch, das ist Pflasterallergie. Schlussendlich drei Finger. Und das Krasse war, dass es hier so rausspritzte, sie hat das noch nie erlebt und hat gesagt, ich werde ihr ewig in Erinnerung bleiben, die Arztgehilfin. So hatte ich dort meinen ersten Termin beim Psychiater und habe wieder mal festgestellt, dass die manchmal wirklich selber einen an der Waffel haben. Hatte ich nämlich die Schuhe ausgezogen, damit ich nicht zu fest schwitze und war in frischen Strümpfen und er fragt mich, haben Sie frische Strümpfe an, wenn Sie hier schon ohne Schuhe gehen? Später musste ich nach Münchenstein bei Basel und es ist jetzt nicht so, dass ich die Stadt wie meine Westentasche kenne, aber heute ist ja mit Apps und Google Maps alles möglich. Und hatte dort einen super Termin, der zeitlich perfekt aufging mit einem Endokrinologen. Wir konnten noch Erinnerungen austauschen, weil ich früher als Kind bei einem Professor in Behandlung war, den er kennt, der auch sein Nachbar ist. Und es gab irgendwo Licht in der Dunkelheit, weil mir Sachen eröffnete betreffend Hormon und Hormonhaushalt. Ich hatte Zeit, noch in der Markthalle ein bisschen zu bummeln und dann kam um 13:30 die nächste Untersuchung. Während dieser Warterei im Wartezimmer lernte ich ein ganz nettes Ehepaar aus Selzach kennen, die auch beide eine Rente beziehen und eigentlich zusammen mit ihrem Kind viel weniger haben, als ich es als Einzelperson habe. Und wir mussten wieder mal feststellen, wenn du schon handicapiert, eingeschränkt bist, dass du dann durch die Behörden oft noch handicapierter wirst. Du musst also vieles, vieles tun. Ja, das denken manchmal Außenstehende nicht so, wie das eine Riesengeschichte ist, wenn du selber schon Schmerz hast oder andere Sachen. Danach hatte ich einen Termin bei einem inneren Mediziner und er trug eine Kippa. Ich fragte ihn, sind Sie Jude? Und ich sagte, ja, ja, und ich sagte dann, ja, ich glaube an einen jüdischen Messias, ja, da haben wir beide schon das gleiche Richtung. Und es war gut und ich war fröhlich, wie ich immer bin. Ich war die Einzige im Wartezimmer, die fröhlich war, die auch das Ehepaar ein bisschen versuchte aufzumuntern. Sie wollten dann noch meine Nummer, wir werden wohl in Zukunft ein bisschen in Kontakt stehen. Natürlich muss ich dann auch immer aufpassen, und dass ich nicht nur schimpfe über den Staat, wir sollen ja beten und über alles, was nicht gut ist. Mich wieder fokussiert und erinnert alles, was gut ist. Und um 14 Uhr hatte ich die dritte Arztbesuch hinter mir in der Medizin und der nächste Termin wäre erst um 15.30 Uhr gewesen bei einem Rheumatologen. So fragte ich die Arztgehilfin, ob es vielleicht früher möglich wäre. Ich staune jetzt noch über diesen Impuls, wahrscheinlich von Gott. Und ja, ich konnte dann gleich schon eine halbe Stunde später zu Dr. Weber und er hat mir eröffnet, dass wohl meine Infiltration, die ich machte, für nichts gewesen sei, weil es nicht ein nervliches Problem sei, Nervenwurzelentzündung, sondern ein muskuläres, das nur durch Physio weggeht.
Und weißt du, ich habe doch einen Kragen getragen. Natürlich haben mir der Arzt, der ihn mir gab, sowie meine Mutter und der Nachbar gesagt, pass auf, Muskelabbau, wenn du den zu oft trägst. Gestern wollte ich ihn tragen, den ganzen Tag, weil ich so viel sitzen musste. Und der Arzt hat gesagt, das ist das Dümmste, was sie machen können. Dann habe ich gesagt, weil ich ein extremer Mensch bin, habe ich Schiss, dass ich ihn dann doch wieder verwende. Ich werde ihn entsorgen, sobald als möglich. Und er sagte mir, sie können ihn gleich hier lassen. Es hat mich auch befreit. Wirklich. Und dann hatte ich noch genug Power, um nach Weil am Rhein zu gehen und dort einen Shoppingbummel zu machen. Auf dem Heimweg, im Zug, eine Frau vis-à-vis, eine jüngere, vielleicht 25, plötzlich trug sie eine Maske. Weil ich dachte, ja, super, nur weil ich einmal hustete und habe schon geschimpft, so in mir. Und dann habe ich gefragt, haben Sie ein Problem? Soll ich Platz wechseln? Ich dachte, Mann, seit Covid spinnen die Leute. Und sie sagt, nein, nein, ich bin schwanger. Sie hat Französisch geredet und wir hatten ein super Gespräch. Am Schluss kam raus, dass sie genau in diesem kleinen Kuhkaff, wo ich ein Jahr in der französischen Schweiz war, geboren ist und ihre Eltern bis heute noch dort leben. Und das ist doch kein Zufall, wenn du von Basel nach Olten fährst, jemanden zu treffen, der in Basel arbeitet, in Montreux wohnt und von L'Écuyer ist. Finde ich voll krass, ja. Ich kam heim, also meine Eltern haben mich geholt, ich konnte mich noch mit der Familie austauschen und dann hatte ich sogar noch genug Kraft, um mit zwei Freunden in die Dorfkneipe zu gehen und was zu trinken. Halleluja, ich bin dankbar. Und doch heute Morgen habe ich festgestellt, dass der Fußpilz wieder schlimmer ist an den Füßen, weil ich so lange Strümpfe trug und Schuhe trug und ich dachte, es ist ein Fass ohne Boden. Wann hört das auf? Zur gleichen Zeit schrieb mir eine liebe Freundin, dass sie eine falsche Krone trägt, also Covid hat und auch gefühlt immer was ist, weil ich gerade heute im Status postete, komm zur Ruhe, Work-Life-Balance. Ich habe wirklich, wenn ich meine Agenda schaue, gefühlt immer krank seit einem Jahr, immer irgendetwas. Aber das Wichtige ist, ob ich krank bin oder gesund, arm oder reich, glücklich oder unglücklich, fit oder nicht fit. An Gott festzuhalten, wie ein Hund am Knochen. Wir wollen optimistisch sein, weil Gottes Geist in uns lebt. Dazu gibt es eine Bibelstelle, Römer 8, 5 bis 9. Weißt du, Paulus hat gerade in Kapitel 7 erwähnt, in welcher misslicher Lage sich der Mensch befindet. Unsere natürlichen und biologischen Impulse versklaven uns. Wir können uns von uns aus nicht anders als nach dem menschlichen Prinzip des Survival of the Fittest zu leben. Wir gehen zuallererst unseren eigenen Bedürfnissen nach, oft zum Nachteil unserer Mitmenschen. Wir lieben es, unser Ego zu füttern. Doch all das zieht uns wie ein Magnet vom Leben in der Liebe Gottes weg. Das ist ein totales Paradox. Je heftiger wir nach Sicherheit und Komfort streben, desto einfacher vergessen wir die Nöte all der Menschen um uns herum. Wir verlieren unser Mitgefühl. Und den Blick für den anderen, genau das bezeichnet Paulus als das Gesetz der Sünde und des Todes oder im Fleisch zu leben. Hätte ich gestern nur an mich gedacht, hätte ich nicht so eine positive Stimmung hinterlassen. Die Arztgehilfin hat gesagt, ich werde dir nicht nur wegen dem Blut in Erinnerung bleiben. Weil ich so fröhlich war, hätte ich sie angesteckt. Das habe ich aus Jesus gemacht. Ich war ja sonst selber in Not. Der Ausweg aus diesem Lifestyle ist Jesus, eben dieses Gesetz der Sünde und des Todes. Keine Gefangenschaft unter dem Gesetz und nicht mehr unter der Fuchtel des Fleisches. Schau auf das, was Jesus getan hat, auf das, was anderen Menschen Leben bringt, auf das, was Gottes Liebe für alle groß rauskommt. Auf das, wo Gottes Liebe für alle groß rauskommt. Auf das, woran Gott Freude hat. Wie mache ich das? Paulus gibt uns ein göttliches Prinzip an die Hand. Lass dich von Gottes Power völlig durchdringen und volltanken. Dieser Geist von Gott wird dich inspirieren. Er wird dich ermutigen, immer mehr so zu leben, wie Jesus es vorgemacht hat. Action Step. Mach dir bewusst, dass du als Kind Gottes powered by the Spirit bist. Bitte Gott, dir nicht allein Kraft für deine eigenen Pläne zu geben, sondern gerade dafür, dass du anderen Menschen wie ein kleiner Jesus, denn darum wurden die ersten Christen auch Christen genannt, voller Liebe begegnen kannst. Und dann ist eben Römer 8, wer von der sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus.
Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir von unserer sündigen Natur uns bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann es gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. So ist es. Und ich wünsche dir einfach, dass du nicht die Schwierigkeiten siehst, dass du nicht zu Gott sagst, ah, meine Probleme, all das, sondern zu den Problemen sagst, ah, mein Gott, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke, Nehemia 18b, nicht unsere Umstände. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit des Friedefürsten. Auf was fokussierst du dich? Ich mach dir Mut. Vertrau diesem Gott, egal was kommt. Bleib an ihm dran. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In Jesu Christi Namen. Amen. Diese Geschichte, deine Situation wird nicht dein Ende sein. Du hast den Lauf noch nicht vollendet. Halleluja. Sei gesegnet. Love you. Bye bye.